Boah, ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Daily Vlog. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen auch gleich los und zwar heute gehen wir wieder raus. Das ist Wochenende. Und ich möchte was am Auto machen. Beziehungsweise gestern habe ich schon eine Seite gemacht und da habe ich mir schon Aua geholt. Aua, 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 aua. Da habe ich mir schon wehgetan. Und das ging so scheiße auf. Und ja, heute machen wir die andere Seite. Beide Seiten sind jetzt vielleicht nicht so interessant für einen Vlog, aber die eine Seite können wir heute machen. Und genau, zeige ich euch mal, wie ätzend das ist. Die Schrauben gehen zwar gut auf, aber das Traggelenk, was wir rausmachen, das geht nicht so einfach. Und ich weiß schon heute, dass ich mich aufregen werde wieder, wie gestern. Und ihr dürft mit dabei sein. Also, geh mal raus. Los geht's. So, als erstes brauchen wir Werkzeug. Das hatte ich gestern alles verwendet. Das schnappen wir uns mal. Und natürlich den Wagenheber. Und den Drehmomentschlüssel. So, da ist der Reifen ab. War jetzt nicht so schwer, den Reifen abzubauen. Das ist ja schon fast Standard. So, und jetzt mal eine ganz kleine kurze Einführung. Und zwar haben wir hier hinten das Lenkgetriebe. Das haben wir vor kurzem erst neu gemacht. Dann haben wir hier einmal Spurstangenkopf, die haben wir neu gemacht mit dem Lenkgetriebe zusammen, sieht man auch, ist noch relativ neu. Dann haben wir hier die Koppelstange hier, das ist das Ding hier. Ja, ist auch relativ neu, sieht zwar schon ein bisschen älter aus, aber ist relativ neu. Dann haben wir hier unten die Querlenker, mal gucken, ob man das einfangen kann. Das Ding hier, das sind hier die Querlenkerbuchsen, die sind auch relativ neu. Und jetzt haben wir hier noch, boah, Leo, boah, boah. Du bist eklig. Hier. Hörst du jetzt auf? Und hier haben wir das Teil, was wir austauschen wollen. Und zwar das Traggelenk. Hier unten sieht man drei Schrauben. Die gehen eigentlich so schwer auf. Und dann haben wir hier oben, ich weiß nicht, ob man sieht. Ja, ich glaube, man sieht es. Also die da unter dem runden Teil, da ist eine Schraube. Die ist ein bisschen ätzend aufzumachen. Und dieses Traggelenk sitzt hier in diesem, ja, ich glaube, das ist so ein Teil vom Bremssattel drin. Und das ist echt ätzend aufzumachen. Und da bin ich gespannt, ob wir das heute besser hinkriegen als gestern. Ja, hier kann man einmal sehen, Bremssattel, da sind die Bremsscheiben, beziehungsweise das ist die Bremsscheibe, das sind die Bremsklotze, Stoßdämpfer. Also alles ist relativ neu, nur das Traggelenk noch. Das ist vermutlich auch das erste Traggelenk noch. Und ja, das tauschen wir jetzt aus. Und das wird ein Heidenspaß. Ah, hier sehe ich auch schon einen Heidenspaß. Und zwar seht ihr dieses Fett da. Das ist von der Antriebswelle. Das hier ist die Antriebswelle. Und dieses Fett tritt aus dieser Manschette raus. Auf der anderen Seite haben wir das schon gemacht. Mir war schon bewusst, dass das auch bald kommen wird. Aber dass das jetzt so schnell ging, das ärgert mich jetzt doch auch wieder. Meine Güte. Aber es ist, nur, ja, es ist schon ein bisschen was. Auf der anderen Seite, da war es richtig schlimm, was da rausgekommen ist. Das sieht jetzt so viel aus, ist es aber gar nicht. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir nur die Manschetten neu machen oder gleich die ganze Antriebswelle. Ist wahrscheinlich noch die erste. Na gut, jetzt erstmal andere Baustelle. So, jetzt haben wir die Schrauben draußen. Sehr gut. Die klemmen jetzt noch ein bisschen, weil da noch so viel Dreck dran hängt. Aber die haben wir gleich ab mit ein paar gezielten Schlägen. Vorher müssen wir aber noch die Koppelstange lösen, weil die Koppelstange hält das auch noch zusätzlich ein bisschen so in den Wagen. Die lässt sich nicht so schwer aufmachen. Und dann müssen wir die Schrauben lösen. Und dann können wir oben von dem Traggelenk die Schraube hier oben lösen. Es geht eigentlich alles relativ fix. Nur das Rausmachen wird wahrscheinlich wieder ein Heidenspaß. So, ich versuche es mal einzufangen, was wir jetzt machen müssen.
Schauen wir mal, was scharf schnell. Komm schon, du schaffst das. Also, unser nächstes Problem ist das da. Und zwar seht ihr diese Metallteile, die von der Schraube weggehen. Das ist so ein Stift, so ein Splint nennt man das. Und der steckt dazwischen der Mutter und dem Gewinde. Das müssen wir jetzt lösen, also sprich gerade biegen und dann auf der anderen Seite rausziehen. Erst dann können wir die Schraube bewegen und die sitzt schon alleine ziemlich fest. Dankeschön. Ja, mein Ohr ist jetzt sauber. Da mir einfach irgendwie ein Millimeter fehlt, flexen wir jetzt einfach ein Stück weg, weil ich komme nicht auf die Mutter drauf. Komischerweise ging es auf der anderen Seite, aber auf der Seite geht es irgendwie nicht, weil es andersrum ist. Ich weiß es nicht warum. Also flexen wir jetzt einfach ein Stück oben ab und ich hoffe, dass das dann funktioniert. Sonst haben wir ein blödes Problem. Juhu, es passt drauf. Jetzt passen wir durch. Schaut her, zack. Ja, manchmal braucht man sie tricksen. Ich hoffe, dass das natürlich nicht die Stabilität beeinträchtigt. Aber wird schon passen, auf jeden Fall komme ich jetzt drauf. Ich hätte natürlich auch die andere Seite benutzen können, haha. Nein, Spaß. Mit der Seite habe ich da irgendwie nicht so viel Grip und das mache ich nur die Schraube rund. Deswegen lieber von allen Seiten packen und dann hoffe ich, geht das jetzt auf. Ich krieg's nicht auf, Leute. Die Schraube ist jetzt inzwischen so rund, ich weiß nicht, warum diese Motherfucker-Schraube sich nicht öffnen lässt. Es kotzt mich an. Ja, das Blöde ist, man müsste es jetzt aufflexen oder ausbohren. Und das kann ich hier nicht machen, weil wir hier oben die Antriebswelle haben. Die müsste man abmachen, damit man hier vorne die Bremsscheibe rausmachen kann, den Bremssattel rausmachen kann, die Bremsklötze rausmachen kann. Dann kann man hier auf diese Schraube die Antriebswelle lösen. Und dann kann man das ganze Teil abmachen. Und dann kann man hier die Schraube von oben wegflexen. Ich krieg die nicht auf. Also das, ich habe jetzt wirklich echt alles probiert. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht mit der Flex dran komme. Also so, ohne jetzt groß was zu demontieren. Aber ich komme hier absolut nicht mit der Flex rein. Und tja, jetzt habe ich wieder alles festgemacht. Koppelstange ist wieder dran und die Schraube ist wieder befestigt. Das heißt, manchmal muss man auch Niederlagen wegstecken können. Das kotzt mich echt an. Das nervt mich jetzt. Auf der anderen Seite hat das so schön geklappt. Zwar auch nicht so einfach, aber die Schrauben haben sich wenigstens öffnen lassen. Und hier, die Schraube will sich absolut keinen Millimeter bewegen. Und jetzt ist die Schraube so rund, dass man die mit wahrscheinlich keinem Werkzeug mehr aufkriegt. Man muss sie jetzt tatsächlich kaputt machen. Tja, so läuft's. Naja, dann kommen jetzt wieder die Reifen drauf. Die Bremsscheiben muss ich nur sauber machen. Die sind ein bisschen fettig geworden jetzt dadurch. Blöd. Echt blöd. Das ärgert mich. Echt. Das ärgert mich jetzt. Normalerweise habe ich bisher noch kaum eine Schraube gehabt, die ich nicht aufgekriegt habe. Aber die jetzt echt hier. Vor allem so eine mickrige Schraube. Das Problem ist, warte mal, ich zeige euch mal das Originalteil. Das ist das hier. Das Problem ist, das hier ist die Mutter. Die ist sogar ein bisschen dicker hier. Die hält wahrscheinlich ein bisschen mehr aus. Das hier ist so labil. Ich weiß nicht, das fühlt sich auch nicht so richtig an wie Stahl oder Metall oder so. Sondern irgendwie so billiges Alu oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr komisch an. Und die Kanten hier, also die da, die sind mega instabil. Ja? Also die geben so schnell nach und deswegen hat sich das jetzt auch so stark abgerundet, sodass man da wirklich keinen Grip mehr kriegt und ich kriege auch keine Kraft mehr drauf. Sobald ich es drauf setze und drauf drücke, springt es einfach in die nächste Kante. Ja, das wäre das neue Teil gewesen. Diesmal auch hochwertig. Also diese sind so thermobeschichtet, also die halten ein bisschen mehr aus. Und ich gehe mal davon aus, die jetzt drin sind, sind noch die allerersten. Also das kann sein, dass sie deswegen auch so extrem fest sitzen. Tja, muss ich einer Werkstatt übergeben. So, naja, egal. Scheiße. Aber nur eine Seite. Für eine Werkstatt ist das innerhalb von ein paar Minuten erledigt. So, dann machen wir jetzt die Reifen drauf. Aber das Schöne ist, dann kann ich wenigstens die Sommerreifen drauf machen. Nur die eine Seite ist wenigstens gemacht. Und das machen wir jetzt noch. Thank you.
Morgen machen wir sauber noch. Hat er nötig. Ja. Ach, Mann, 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 Mann. Ja, hier muss ich auch mal wieder aufräumen. Was ist denn los, Leo? Hast du etwas verpasst? Ja, genau. Vlog fertig. Und mal Schluss für heute. Aber morgen wieder einschalten, denn wir machen was ganz Tolles. Das da. Und zwar die Bank, meine lieben Freunde. Die stand die letzten paar Jahre immer draußen. Und die werden wir morgen abschleifen und neu lackieren. Deswegen einschalten. Und das Lustige wird sein, wir lassen das Xylin machen. Also einschalten. Hihi.